Hallo, herzlich willkommen. Ich bin's, deine Angela von www.chi.at, chi wie in Qigong, qi.at geschrieben. Und ich bin Angela Cooper aus Wien, von der Qigong Akademie Cooper in Wien. Und heute gibt es eine kleine Übung, eine Mini-Meditation sozusagen, zum Qi-Aufbau, zum Qi-Nähern. Und wenn du magst, dann mach gleich mit. Du stehst dafür in der Qigong-Grundhaltung. Ich habe jetzt bewusst nur bis hier aufgenommen, weil, oder nehme gerade nur bis hier auf, weil du dann einfach die Bewegung ein bisschen besser siehst. Und es ist einfach die Füße hüftbreit aufstellen, Fußspitzen schauen nach vorne, die Knie sind leicht gebeugt. Alles andere kannst du sozusagen hier sehen. Worauf du noch achten kannst, ist, dass du aufrecht stehst, dass der Rücken also lang ist. Wenn du von der Seite schaust, wäre das sozusagen, dass du jetzt nicht so irgendwie stehst oder so, sondern dass du darauf achtest, dass da der Rücken lang ist. Einfach in die Länge denken da beim Üben. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, dass du vom höchsten Punkt des Kopfes aus, vom Beihui aus, ein goldener Faden nach oben zieht in die Länge und am unteren Ende der Wirbelsäule, als würde da so ein Gewicht dran hängen, sodass die Wirbelsäule einfach lang wird, in beide Richtungen gedehnt wird. Das wäre so die Idee. Also beim Steißbein ist sozusagen nochmal eine der Wirbelsäule nochmal so ein Gewicht dran. So stehst du und die Übung hat wieder die typischen drei Säulen des Qigongs und bei dieser Übung ist besonders wichtig, die Vorstellung, die Intention, die Absicht, es ist sozusagen, es wird die Vorstellungskraft trainiert. Es ist auch eine mentale Übung. Und wenn du magst, mach gleich mit. Du stehst also. Und die Vorstellung bei dieser Übung ist, dass du einen großen Ball in deinen Händen hältst und jetzt einfach die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich legen, wo dieser Ball, sagen, dieser Qi-Ball, dieser Energieball wäre. Und dann kannst diesen Ball langsam ein bisschen größer werden lassen und kleiner. Zum Qi-Aufbau, um die Energie zu nähren, zu pflegen und das Qi aufzubauen. Also das wäre die erste Säule, die Vorstellung ist dieser Energieball, dieser Qi-Ball und du legst die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich hier. Dann die zweite Säule, die Bewegung, die entsteht sozusagen aus diesem Bild heraus. Das heißt, die Arme gehen leicht auseinander, wenn der Qi-Ball größer wird und Fingerspitzen kommen wieder leicht zueinander, der Ball wird kleiner. Wenn du magst, mach gleich mit. Und vielleicht fällt dir auf, dass ich ganz leicht dabei auch die Beine sanft strecke, also dass ich leicht nach oben komme. Einfach die Beine sanft strecken und dann kannst du wieder leicht in die Knie gehen. Aber die Hauptfigur ist hier bei dieser Aufmerksamkeit beim Qi-Ball. Dann kommen wir zur dritten Säule, zum Atem. Wenn du einatmest, wird dieser Qi-Ball größer. Und wenn du ausatmest, wird er kleiner. Sehr intuitiv. Also wenn du möchtest, kannst du die Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenken. Du kannst aber auch einfach den Atem frei fließen lassen. Denn das Schöne ist, das ist eigentlich per se schon eine Atemübung. Es ist automatisch so, dass das ist in dieser Übung drinnen, dass man beim Einatmen auch diese Öffnung ausführen möchte und beim Ausatmen wieder die Fingerspitzen zueinander. Also, wie es angenehmer ist, lass entweder deinen Atem frei fließen oder achte bewusst darauf, dass mit dem Einatmen die Arme leicht um sich weiten und beim Ausatmen wieder zueinander kommen, die Fingerspitzen. Also eine Atemübung, eine mentale Übung und dann gibt es natürlich auch die Bewegung dazu. Und du kannst diese Übung so lange ausführen, wie es dir gut tut. Es wäre eben auch eine Meditation und
Ist zum Beispiel eine sehr schöne Übung, wenn du die gleich in der Früh ausführst, um einfach den Tag schon zentriert, fokussiert zu beginnen in deiner Mitte, sodass du dann mit frischem Qi, mit frischer Energie in den Tag startest. Und du kannst deinen Atem erlauben, die Bewegung zu tragen. Das heißt, dass du die Bewegung vielleicht schneller oder langsamer machst als ich, so wie es für dich richtig ist. Diese Übung, deine Atemübung ist immer sinnvoll, auch wenn es in deinem Tempo geschieht, in deinem ganz natürlichen Atemrhythmus. Für diese Übung einfach ganz normal über die Nase ein- und ausatmen, ganz natürlich. Beim Einatmen darf der Bauch ein bisschen rauskommen, ganz natürlich wieder, und beim Ausatmen kommt der Saft nach innen. Und immer wieder darauf achten, dass du im Lot bist, dass der Rücken lang bleibt, dass die Knie im Lot sind mit den Füßen. Einmal noch diese Figur, um das Qi aufzubauen. Und dann kannst du abschließen, indem die Hände langsam nach unten kommen, zum Dantian, zu deinem unteren Energiezentrum unterhalb des Nabels. Mit leichtem Abstand die Hände schweben lassen für einen Moment. Dann Hohlfäuste bilden. Linkes Bein zum rechten, die Zunge kommt zu den unteren Schneidezähnen. Aufmerksamkeit bewusst nach außen bringen und mit rechten Bein aus der Übung steigen. Vielen Dank. Ich wünsche viel Freude mit der Übung. Wie gesagt, ist eine wunderbare Übung für die Früh. Ich mache die zum Beispiel sehr gern in der Früh, um gleich mal ja eben Energie zu sammeln, aber auch um sagen, ja, mich konzentrieren zu können. Also ich gehe dann ganz anders in den Tag hinein, weil ich einfach gleich einmal mit Zeit begonnen habe für mich einerseits und für mein Qi, für meine Lebensenergie und nicht sofort irgendwie abgelenkt wird von allem Möglichen. Ich freue mich, falls du Freude daran hast, ja, diese Übung öfter auszuführen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du dieses Video teilen möchtest. Immer schön, wenn diese Qigong-Übungen durch die, wie soll ich sagen, sich ausbreiten, ja, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass Qigong wirkt, und freue mich, wenn es viele Leute erreicht. Also vielen, vielen Dank, falls du es teilst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und freue mich, wenn du vorbeischaust auf www.qi.at. Vielleicht magst du dich in den Newsletter eintragen, dann kriegst du regelmäßig von mir Blogartikel zugeschickt zu Qigong und TCM und Übungen. Da gibt es zu den Übungen dann auch Beschreibungen, das ist oft auch hilfreich. Das ist einfach, also schon Videos auch, aber auch ein bisschen Text dazu und Fotos. Das kann oft recht hilfreich sein. Also würde mich freuen. Alles Liebe, einen schönen Tag noch und bis bald. Und ja, alles Gute.